Zu viel geredet wird, aber im Endeffekt ist auch eine Art Musik, die einen Unterschied zu anderen Szenen macht. Für mich war immer Hardcore was Besonderes, weil es eine Aussage gab, weil es eine Message gab und weil es irgendwie einen Punkt gab, der uns zusammengebracht hat. Egal wie du aussiehst, was du machst oder woher du kommst, es ist einfach das Sammelbecken. Es klingt auch wieder schon so klischee-mäßig von Außenseitern oder irgendwas. Aber das, was heute hier in Dresden ist, Du gehst hier rein, du musst nicht jeden beim Namen kennen oder so und du musst auch nicht jeden in den Arm fallen, aber es hat das Gefühl, dass es was Familiäres ist, dass es was Besonderes ist und auch irgendwo einem zu Hause gibt. Dafür sind wir der Schemo, wir als Band und auch als Veranstalter einfach mal mega dankbar, dass sie uns diese Plattform geben. Ich weiß, dass solche Ansagen nerven, aber es ist auch ganz wichtig, dass man sich das immer vor Augen führt und das immer irgendwo mit weiterträgt. Danke Chemiefabrik, Andi, Mario, Toni, Flash, Mike, an die Leute von Normal. Und genau das ist das, was uns normal bleiben lässt. Das tut I'm gonna go on the mic!
vielen Dank für Belief. Senfberg Shredditch back on the map. Unsere Jungs von der Luminator. Besten Kunden. Light it up! Und den östlichsten Franzosen, die es gibt, World Eater. Auf die Gefahren, dass ich wieder zu viel rede. Es sind Leute aus Holland hier. Hallo zu den Bergmatteien. Stein, Ashes, Luke, Ex-War George. Leute, die Rogue Rage Boogie Crew aus Zürich. Martin aus Österreich. Ich glaube, Tom und Chucky, genauso aus Zürich von Lions. Ich glaube, da muss man nichts hinzufügen. Nochmal, was Bedeutung hat und was wichtig ist. Das haben wir hier. Nächster Song für die, die es nicht kennen. Gagging! Low! Los, lass es kommen! Five men can smell it! The beat's getting low! We're out here, you're jumping the ass, go, we're out to go! Your man's my job! Get out to go! How much more can I save? Go!
Der junge Mann ist schwer gefesselt hier. Auf Krampf und mit Druck funktioniert es nicht, das ist immer klar. Immer geschmeidig bleiben. Laut. Okay. Nächster Song ist der Titeltrack der Platte. Platte! Ach, im Endeffekt ist es ja eh schon bescheuert, euch was zu erzählen, was ihr eh schon wisst. Aber weißt, ich hab zu lange mit dem Dreckchen geredet. Weißt, der Preisgausschläng. Nee, geht genauso raus an Leute wie Thomas Sacher oder Enrico. Mega Respekt dafür. Und auch ein Zeichen von Konstanz. Egal, es gibt nur noch Scheiße, die auf einen runterkommt. Es gibt nur noch Scheiße, die einen runterbringt. Cross to bear. Am Ende des Tages muss er trotzdem aufstehen und mit der Scheiße zurechtkommen. Cross to bear.
Drei Stück. Oh. Die können wir jetzt nicht nochmal machen. Flech? Der ist, glaube ich, draußen rum. Flech? Ach nee, dort sitze. Kannst du bei André auf dem Tramster noch ein Stück lauter machen? Der spielt sonst die falschen Lieder. Ja, was soll ich denn lauter machen? Gesang. Ich glaube, der Schneider hat alles so knapp. Ja, das stimmt. Weil du das andere kaputt gemacht hast. Ich habe jetzt das von Ronny genommen. Check, 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 check. Check. Okay, das war's nächste Mal seid. Für alle Besserwisser, die es besser können, disappear. In dieser Zeit, in der Kraft für unseren Aufstand, man kann es nur der Kreis. Von hinter frei. Alles war so um. Die Geige!
Okay, wir haben noch einen Song. Reicht zu. Also ein Phänomen, was es wahrscheinlich nicht so oft gibt, ist, dass Punks, Skins, Hardcore und Straight Edge Kids auf eine Show gehen. Ich finde, hier in Dresden haben wir das immer ganz gut gehandhabt. Und es gab immer dieses Gemeinschaftsgefühl. Und dass das, worauf wir einfach mal stolz sind, es ist jetzt nur nicht nur die scheiß Band, die jetzt hier oben steht. Es ist repräsentativ für das, was in Dresden passiert, was hier in der Ecke passiert, was Hannel mit Open Your Eyes macht, was Mental Refuse machen, was in der Unrest machen. Alle Leute, die einen Arsch hochkriegen, Panda in Leipzig, in Manfred Shows macht. Im Endeffekt ist das, was Substanz. Ja. Kreili, bist du auf Liste? Ah, Gott sei Dank, dass es mal geklappt hat. Nee, und genau das blöde Gequatsche sollte man sich irgendwo auch beibehalten. Nehmt euch nicht selber zu ernst, aber zieht auch nicht alles ins Lächerliche. Who's Fräulein? Ah, lass uns sagen, Schilling und Brei! Coversong oder Choose? Coversong! Ja, eigene Songs sind immer besser als Coversongs. Letzte Song! Choose or be choosen! Macht einfach, worauf ihr Bock habt! Es ist auf alle Fälle rutschig und der Alkohol ist preiswert. Choose! Let me choose! Oh!
strike, a strike!